Baraf ist eine derart facettenreiche Persönlichkeit, dass wir sie wahrscheinlich nur dann gut verstehen können, wenn wir sie aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten können. Wallraff ist für mich der Urvater aller bedeutenden Kölner Sammlungen und Museen. Ja, also ich bewundere Wallraff für die Vielfalt der Dinge, für die er sich interessierte. Wallraff war nicht nur ein kölscher Kulturhero, sondern auch ein Mensch mit Ecken und Kanten. Es gab einen wunderschönen Aufsatz über Wallraff von Klaus Papst, das ist schon lange her, dass er erschienen ist. Er hatte den schönen Titel Ferdinand Franz Wallraff, Kölner Lokalpatriot oder Opportunist. Und die Antwort darauf ist eigentlich, wie kann man diese Frage stellen? Natürlich beides. Genau das war Wallraff, ein Frettchen in allerhöchstem Ausmaß und ein gelehrtes und ein wunderbares dazu. Wallraff steht für mich als Synonym für das Sammeln in Köln. Ich stelle mir Ferdinand Franz Wallraff als einen urgemütlichen, rheinischen Menschen vor, der aber ein sehr großes Wissensspektrum hatte, zu den universellen Gelehrten des 19. Jahrhunderts gehört hat und der natürlich durch seine Besessenheit und Leidenschaft auch ein Sammler und Jäger war, von dem wir in den Museen natürlich profitiert haben. Also Wallraff war Jäger und Sammler, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Für uns ist er einer der wichtigsten Sammler überhaupt. Er ist der Erzbürger Kölns und für uns ist er der Erzsammler der Universitätsbibliothek. Wallraff ist auch im 21. Jahrhundert aktuell und modern, weil er sich mit Fragen befasst hat, wie der Kunstpolitik, der Provenienz des Kunstraubes, die gerade in den vergangenen Jahren wieder auf die Bühne gebracht worden sind. Und mit einem Wort, Wallraff ist zu Unrecht vergessen. Er ist eine moderne Figur an der Schwelle zum 19. Jahrhundert. Die Beschäftigung mit ihm lohnt sich.